Ja, ich bin's wieder, Erik von Laserscanning TV, von Laserscanning Europe, und wir sind hier heute in der Juni-Folge. Ich sitze hier mal gemütlich auf meiner Couch hier im Büro hier. Ja. Die Niki hilft mir heute, sonst macht ja auch öfters der Paul immer Videos. Die Niki ist von Poincare, das sehen wir da oben irgendwie. Ja, also die machen hier heute gleich mal ein bisschen Schleichwerbung hier. Oder die bringen unsere kahle Wand hier ein bisschen besser zur Geltung. Ja, worum geht es natürlich? Juni, wir machen heute wieder Hardware, Software-News, und ich habe noch Sonstiges mitgebracht. Und jetzt geht's los. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir machen hier Hardware, Software und Sonstiges. Und hier bei Hardware habe ich ja einiges zu sagen heute, und da starten wir gleich mal los mit so Produktneuigkeiten, die rausgekommen sind. Da haben wir hier einmal die. So, jetzt haben wir gleich ein Mausproblem, wie das immer ist. So, zack. Da haben wir hier die Jungs von Creaform. Die haben zum Beispiel jetzt gesagt, dass sie ihren Metra-Scan Black Edition rausgebracht haben. Das ist der neueste Modell. Das ist ein Scanner, der sieht man hier außenrum. Der wird getrackt von einem Messbalken. Und die sind halt, hier sieht man das, die arbeiten mit blauem Laserlicht und haben hier so ein Laserkreuz. Ich kann dann quasi, ich habe jetzt hier so einen Messbalken stehen, ich bewege den Sensor, der Messbalken trägt die Position vom Sensor im Raum, muss ich das vorstellen. Und die haben natürlich über ihr großes Laserfeld jetzt natürlich eine relativ große Operationsbreite sozusagen, wo die arbeiten können. Und der Scanner ist wirklich echt gut auf Bereichen, die sehr dunkel sind, also sehr schwarze Oberflächen, und die können auch zum Beispiel Chromoberflächen komplett scannen, ohne dass die gesprüht werden müssen. Und die sagen halt, dass die hier eine Messauflösung von 0,025 mm schaffen und auch 0,025 mm nachvollziehbare Messgenauigkeit nach einer VDI-Norm. Also, und die können das auch noch mit ihrer Probe zusammenbauen. Also, wer Interesse hat, muss da mal auf der Seite, da gibt es auch ein schönes Video, wo das erklärt wird. Da haben wir jetzt nicht so viel Zeit für, um euch das zu zeigen, weil wir müssen ja noch ein bisschen was anderes erzählen. So, gehen wir mal in den nächsten rein hier. Da kommen wir hin, hier bei Faro. Die haben zum Beispiel gesagt, dass sie jetzt wieder ihre Faro Gage rausbringen. Ja, vielleicht kennst der ein oder andere, die Gage gab es schon mal früher bei Faro. Das ist ein kleiner Messarm, der ist quasi so gebaut, dass man den mit auf die Maschine einspannen kann. Das sehen wir jetzt hier auf dem Bild halt. Also ich kann direkt gleich auf dem Arbeitsplatz arbeiten, oder ich habe halt einen Messtisch. Und die haben halt auch noch eine Genauigkeit von 0,022 mm und 1,50 m Arbeitsvolumen. Die gab es früher schon mal, die Gage, die war da super erfolgreich. Wann wurde die eingestellt? Mir hat mal jemand erklärt, dass da irgendwie waren die Schnittstellen da irgendwie offen, und da haben die immer die Gage mit den teuren Messprogrammen verkauft, und das kam cool an bei den Kunden. Und da wurden aber keine großen Messarme mehr verkauft, und dann haben die das dann irgendwann mal eingestampft. Jetzt haben sie es jedenfalls wieder neu raus und wird für den Metrology-Markt bestimmt sehr interessant sein für die Kunden, die da unterwegs sind. So, dann gehen wir weiter. Da haben wir was hier, was kommt jetzt bei uns. Wir haben jetzt hier, wir haben schon das Foto gezeigt hier, wir haben hier wir haben den MLIT-Empfänger jetzt bei uns. Also gibt es verschiedene Empfängersorten. Hier haben wir eine GPS-Antenne, das sind grundsätzlich GPS-Systeme, und wir haben hier eine L1, L2-Antenne, also beide Bänder, wo man relativ viel Satelliten sehen kann halt. Das ist ein großer Empfänger, dann gibt es noch kleine Empfänger, die ich dann auf Drohnen raufschrauben kann. Und das funktioniert dann halt auch mit Korrekturdiensten, also für Leute, die sich mit GPS halt auskennen. Was die hier ziemlich cool gemacht haben, die haben das Ganze, die Steuerung hier, die ist auf einer Handy-App geortet. Das zeigt mein Kollege hier mal. Und also ich brauche keinen Feldrechner, ich kann es mit meinem Handy übertreiben, wenn ich das möchte. Und das Interessante wirklich an dem Ding ist, also ich kann dann halt Messpunkte aufnehmen, ich kann auch Messpunkte abstecken. Vielleicht lasse ich es hier mal ganz kurz ein bisschen laufen. Also ich sehe das auf dem Handy, der guidet mich dahin, also ein klassisches GPS-System. Das Interessante ist, kostet glaube ich die große Antenne hier 1.800 €, das ist schon top. Ich kann das auch noch mit Software wie Microsurvey kombinieren, dann kann ich auch mehr machen von den ganzen Messfunktionalitäten. Also super attraktiver Preis, für wen ist das interessant? Wir sehen das bei uns interessant für Kunden, die, also wir haben jetzt welche Kunden, zum Beispiel Universitäten, die haben Scanner, die scannen jetzt irgendwo draußen rum und sind jetzt auf die Idee gekommen, ich muss das mal geolokalisieren. Also ich weiß, wo ich hier bin. Und dafür ist natürlich, und ich brauche die Antenne jetzt nicht jeden Tag halt, und dafür ist natürlich so eine günstige Antenne, die trotzdem ein gutes Ergebnis liefert. Also wir haben ja auch Zentimetergenauigkeiten. Natürlich eine super Lösung. Oder wir hatten zum Beispiel auch mal die
die Polizei, die eine Antenne gekauft hat, die auch gescannt haben und dann quasi auch ihre Tatorte im Außenbereich, also für die Tatortvermessung, halt auch geolokalisieren wollen. Halt. Also für solche Kunden, die das nicht jeden Tag brauchen, ist das ein super Ding. Vielleicht der Vermesser, der wirklich super GPS-Anwendungen macht, der wird vielleicht eher auf eine mehr professionelle Lösung gehen. Die kostet dann aber auch ein Vielfaches davon. Oder zum Beispiel auch für den GeoSlam Locate, da kommt ja auch eine GPS-Antenne hinten drauf, ja. Da könnte man die, ist auf dem Rucksack hier, so, da könnte man die auch verwenden. So, springen wir weiter. Dann haben wir hier noch was von Carter. Ist vielleicht nicht so bekannt hier. Also Carter ist halt auch ein Slam-Scanner. Und die haben hier so ein Teil gebaut, das nennen die, Stencil Pro. Das ist, ich lasse mal hier kurz laufen, also das ist halt eigentlich im Prinzip ein Lasersensor, der in 2D läuft, das sehen wir hier oben. Und unten drunter haben die einen Kamerakopf gebaut, also mehrere Panoramakameras sieht man hier. Und oben drauf haben die eine Trimble-GPS-Antenne gebaut und die wollen das jetzt sozusagen als ein Mobile-Mapping-System nutzen. Ja. Muss man mal gucken, ist ein Early-Stage-Produkt, also ist noch nicht, kann man sich schon mal angucken, hier gibt es ein paar Beispiele. Man muss halt gucken, wo das Anwendung findet. So vielleicht bei Smart City oder so könnte es interessant sein. Da wo ich ein bisschen, also für Straßen stelle ich mir schwierig vor, weil die den Sensor ja quasi nur horizontal haben und die Strahlen gehen jetzt ja relativ flach hier so raus. Da wird man auch für Straßensachen jetzt nicht unbedingt die super coolen Messergebnisse kriegen. Und nach oben können wir natürlich auch nicht scannen. Da ist es natürlich auch nicht, also es ist kein vollflächiger, es ist halt wirklich in dem Sichtbereich hier außen rum. Natürlich die Integration mit der Kamera hier, das ist natürlich ziemlich gut und die können das dann, also die Idee, also wie es dann gemacht wird im Detail, und die können sich das dann hier oben raufsetzen halt, ja. Also das muss man mal verfolgen, das ist halt sehr, sehr teuer, sehr neu. Dann kann man es natürlich auch in der Hand tragen, wobei man sagen muss, der Kopf, der wiegt hier 3 Kilo und dann habe ich hinten auch nochmal, das sieht man nirgendwo, hier nochmal so ein 3 Kilo Rechner hinten irgendwo hängen. Ob das so die super Tragelösung ist, dass, also ich glaube, im Indoor wird man dann noch eher mit einem GeoSlam oder einem Leica BLK machen, als jetzt, sagen wir mal, mit 6 Kilo hier und so 3 Kilo so stundenlang hier in der Hand tragen. Ja, das gibt einen guten Namen. Okay, so, aber ich glaube, das ist natürlich die Hauptanwendung. Man kann das halt eben alles machen halt, ja. Also wie gesagt, da sind die, aber das ist noch ein sehr neues Produkt, was die da vorstellen. Jetzt gehen wir noch zurück und das letzte, was ich hier noch habe, ist das Produkt. Das ist ja auch ein Produkt, was wir so haben und, ja. Die geben jetzt nämlich bekannt, dass die diesen neuen Intel-Sensor reingebaut haben, also den Intel RealSense, die Tiefenkamera, L515 heißt die. Die hatte ich schon mal in einer früheren Folge vorgestellt. Ja, und die geben jetzt an, dass die das halt zusätzlich an ihren Geräten mit ranbauen können und an ihre Software. Kann man sich mal, muss man einfach gucken, ist halt auch wieder eine andere Variante. Also wie gesagt, der Product ist ja da relativ offen, mit verschiedensten Daten zusammenzuarbeiten und verschiedenste Sensoren zu verwenden. Und das ist jetzt ein neuer Sensor. Das müssen wir uns mal angucken, wenn wir das rauskriegen. Ich weiß noch nicht, ob die Kamera schon zu kriegen ist. Auf jeden Fall kann das mit allen DPI-10-Systemen kombiniert werden. So, und jetzt gehen wir in Software. Software, so, da haben wir hier noch drei Sachen gefunden. Das eine ist HiCAD. Das kennen vielleicht nicht so viele. Das, also HiCAD ist eine Software für Stahlbau. Und da gab es schon, also ich mache das ja mit den Punktwolken auch schon ein bisschen, ja, und HiCAD war immer so ein, wie sagt man, ein rotes Tuch, ja, oder so. Da ging nämlich gar nichts rein halt, ja. Und dann, weil die konnten keine Punktwolken verarbeiten. Und da hat dann Faro mal irgendwann angefangen, da, ich glaube, die haben sich sogar mit Autofotos sogar schwer getan. Da hat Faro dann mal angefangen, quasi mit IMS-Bildmodeller quasi da so Koordinaten rüberzugeben, also Koordinatentabellen, das war das Erste. Und jetzt müssen die irgendwie zusammengearbeitet haben. Also die sagen halt, dass die Faro Punktwolken Engine jetzt irgendwie hier in dem HiCAD mit drin ist. Das heißt, die unterstützen jetzt komplett Punktwolkendaten. Ich gehe mal von aus, dass es jetzt im ersten Punkt erstmal Faro-Daten sind, weil die Kooperation ist jetzt hier. Also wie gesagt, für die Leute da aus dem HiCAD-Umfeld, die können jetzt halt Punktwolken nutzen in der neuesten Version oder im neuesten Release, was da rauskommt, also Release 2020. Als Erweiterungsmodul verfügbar, das heißt für mich Eisen, das wird wahrscheinlich auch Geld kosten. So, dann haben wir Pix4D, hat eine Cloud-Version bekannt gegeben, also Pix4D kennen ja vielleicht echt viele, die sich mit Drohnendaten beschäftigen und die haben jetzt, die sind nicht als Standalone, die haben das jetzt gemacht, dass man das in der Cloud machen kann, dann kann man hier auf der Webseite gucken gehen und das ist natürlich im Prinzip, immer mehr Leute nutzen den Cloud-Service hier und dann kann man sich das hier mal angucken, also kriegt man hier sein Befliegungsmodell rein und ich kann da drin jetzt hier rumzoomen, ich kann hier drin glaube ich auch Strecken messen,
Ja, ich habe da verschiedenste Funktionalitäten. Das ist alles cloud-basiert. Kann ihre Area messen. Also gesagt, kann man sich ja mal angucken. Ist vielleicht für die Jungs, die sich so mit dem Drohnenthema noch mehr beschäftigen, vielleicht eine interessante Lösung zu dem, dass man das eben lokal hat auf seinem Rechner. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, dass man das dann mit seinen Kunden checken kann. Hier unten sieht man ja rechts zum Beispiel, wenn man hier rangeht, werden die Koordinaten angezeigt hier. Na, hier unten jetzt die Area, die Berechnung. Also man kann Volumenberechnungen machen. Hier links kann man verschiedene Sachen anstellen. Zum Beispiel kann man hier auch so ein DSM anstellen, also Höhenmodelle. Man kann die Punktwolke ein- und ausblenden. Also wie gesagt, man kann das texturierte Mesh jetzt anschalten. Man kann verschiedene Sachen ein- und ausschalten. Wie gesagt, das ist eine interessante Sache, die man sich die Leute angucken sollten, die sich hier mit dem Drohnenthema beschäftigen. Und dann gibt es ja viele Laserscanner, also die großen Scanner haben, gibt es auch viele, die nebenbei mit Drohnen rumarbeiten halt, ja. So, und das ist hier noch was, das heißt was Neues, was ich gefunden habe. Die heißen Preview 3D, die kannte ich jetzt vorher auch noch nicht. Das ist eine kanadische Firma, die geben hier nämlich auch an, dass die hier bei News Media, die sind ein Startup, 2017 gegründet. Die haben jetzt aktuell, und das muss man auch erstmal schaffen, in der Covid-Zeit hier 2,5 Millionen kanadische Dollar Venture Capital gekriegt und haben noch ein bisschen was vorher gehabt. Also haben wir jetzt 3,3 Millionen, sind da quasi gut aufgestellt, können da weiterentwickeln. Und die haben hier ein Programm entwickelt, das geht so in die VR-Geschichte und kann Laserscan-Daten verwenden. Und die machen im Wesentlichen eigentlich Folgendes, dass man da drin rumlaufen kann, man kann virtuelle Objekte importieren. Man kann sich in der Wolke bewegen und man kann zum Beispiel auch Objekte rausschneiden hier und dann quasi hier drinnen bewegen. Ich gucke mal ganz kurz hier, ob ich das hier bei Software-Features hier gleich sehe hier. Ja, hier sieht man das. Also man kann rumlaufen, das kennen ja viele Leute. Aber was man macht hier, man kann Cut and Recognize, heißt das hier. Also das heißt, die können hier zum Beispiel Objekte hier, zum Beispiel die Maschine hier ausschneiden und können die dann wegbewegen, füllen das. Na, die können die ganze Sache hier rausnehmen. Und können die woanders dann auch wieder reinlesen halt, ja. Und man kann wirklich hier, da sieht man, da kommt jetzt die neue Maschine rein hier zum Beispiel so. Also das ist für Leute, die, das sind so Maschinenbauer, die das entworfen haben, die eben so Asset Management machen. Für die ist das super interessant, sich hiermit zu beschäftigen. Da sieht man, da können verschiedene Sachen rein gemacht werden. Also es ist wirklich für Leute, die so Fabrikplanung machen und die das mal einfach live machen wollen. Und die können das hier wirklich basiert auf ihren Scan-Daten machen. So, und hier unten, dann haben sie auch einen VR-Support und können auch die Meshes hier wieder ausgeben und die erzeugen auch Meshes. Also das sieht man hier nochmal auf meiner ersten Folie. Ich hoffe, ich finde die noch hier. Hier in der Software. Also da haben die es mal erklärt ein bisschen. Nee, das war hier nicht drin. Also wie gesagt, die können verschiedene Daten einlesen, die können auch Texturen und Meshes berechnen und dann kann man das da drin nutzen. So, dann sind wir ja fast hier am Ende. Software, dann habe ich hier nochmal ein bisschen oder sonstiges. Da habe ich einfach noch ein paar Sachen mal schnell von uns mit reingebracht. Das findet ihr auch viel hier auf unserem Instagram-Kanal, ja, was wir so gemacht haben. Also das sind hier mal so ein paar Projekte, die wir hier in der letzten Zeit, so in der Covid-Zeit mal gemacht haben, mit Kunden zusammen. Es ist hier, das fast alles ist hier so Kundensupport. Also das eine ist hier, haben wir für eine englische Firma auf einer großen Superyacht halt, da mussten die Decks gemessen werden für die Einbaumöbel, die da hinkommen, ja, wo der Champagner dann drin ist, oder der Kaviar. Und hier rechts haben wir ein anderes Schiff, das hatte irgendwie eine kleine Kollision mit einem anderen Schiff und muss jetzt repariert werden. Und das ist ja natürlich bei so einem Glasfaserschiff halt doch eine etwas aufwendige Geschichte und kostet wahrscheinlich mehr als unser Laserscanner. Und hier haben wir noch was, links noch was Cooles. Da hat uns ein Kunde was rumgeschickt, was wir dann mit Arctic realisiert haben. Das ist nun so ein Hai, den die da gefunden haben, so einen seltenen, ein Tiefseehai. Ja. Und der wurde jetzt im Prinzip digitalisiert und steht dann in verschiedenen Museen als digitales Modell zur Verfügung. Und hier rechts haben wir was Interessantes. Da würden bestimmt auch viele, das finden bestimmt auch relativ viele cool. Das war so eine Aktion, da waren wir im IKEA-Markt unterwegs. Und zwar mussten da für so statische Sachen Sachen an der Decke gemessen werden. Das hat ein Statikbüro gemacht und weil das einfach so viel war, haben die einfach noch jemanden von uns mitgenommen, der denen halt auch mit einem zweiten Scanner geholfen hat. Und da haben wir uns dann in der IKEA-Kuschelabteilung da, wo immer das ganze Zeug da mal rumliegt, so, haben die sich da tagelang beschäftigt. Doch, da gibt es bestimmt ein paar Zuhörer, die da sehr neidisch sind halt. So, und hier noch das Letzte, was wir gemacht haben. Das war hier für die Hamburger Hafenverwaltung. Die haben nämlich da sich mal uns gefragt, ob man hier, die haben das Problem, die haben da so alte, sagt man, so Art wie Kaimauern, also sind Holzverbaue,
an den Seitenufern und da haben die halt der Meinung, dass da Bewegungen drin sind, weil es Holzbauten sind und in dem Schlick. Und die haben halt gefragt, ob man das irgendwie einfach messen kann und Stative reinstellen geht es nicht, weil das man nur in der Apple-Phase kann man das machen. Und da haben wir das probiert. Erst sind sie mit so einem kleinen Boot runtergefahren und dann haben sie aber entschieden, dass sie jetzt einen Taucher reingeschickt haben. Das heißt, da ist so ein Taucher da so einen Schlick eingetaucht, hat sich den Geoslam reinrechnen lassen und ist dann quasi innerhalb dieses Verbaus dann mit dem Geoslam einmal durchgelaufen und hat da jetzt ein 3D-Modell generiert, super schnell halt. Also da mit was anderem wäre man da gar nicht reingekommen, weil der Typ da quasi da durch den Schlick ein bisschen lang gerutscht ist. Also eine tolle Sache, was man so mit diesen Slam-Scannern machen kann. So, damit bin ich hier in der Folge durch. Wie immer hier, schiebt das ein hier, abonniert den Kanal und was muss man noch machen? Niki, irgendwas abonnieren und Likes und ach so, und was ich noch Hier. machen will, ja genau, Likes und so. Und es gibt ja hier echt eine Menge Leute, die finden die jetzt wirklich richtig gut hier, die Videos. Könnt ihr mal Kommentare reinschreiben, ob hier euch der lockere Style ist oder ob ich eher so, ich halte auch mal Vorlesungen an der Uni, hier so eher was Professionelleres so ein bisschen machen soll hier oder ob er sagt, hey, so der lockere Style, der kommt hier mit den Fakten trotzdem gut. Also bis dann, bis zum nächsten Mal, euer Erik.